aus meiner Sicht hier ein total enttäuschendes Ergebnis. Wir haben nicht gut angefangen, haben ins Spiel reingefunden, machen ein glückliches 1-1. Nach der Halbzeit haben wir mächtig Druck gemacht, waren einfach am Drücker, haben zwei gute Chancen, die machen wir nicht. Und warum auch immer, hat aus meiner Sicht der Schiedsrichter das Spiel entschieden. Er hat 5 gelbe Karten gegen uns gezeigt, wegen vermeintlicher Unsportlichkeiten. Foulspiele wurden leider nicht geahndet dementsprechend. Und ja, der Schiedsrichter war heute der Spielentscheider und nicht der Spielleiter. Und das finde ich sehr schade. Bis zum 2-1 haben wir alles probiert, aber immer mit 9 Mann wird es dann auch schwer, noch ein Spiel zu drehen. Und das ist dann schon sehr bitter an den Tagen. Trotzdem Glückwunsch an Sachsenhagen. Muss man auch akzeptieren, wenn der Gegner gewinnt. Ja. Kurz ein paar Worte von mir. Sachsenhagen gegen Lauenau. Wir gewinnen das Spiel am Ende 4-1. Klingt dann sehr klar. Schaute zwischenzeitlich nicht so aus, dass es dann 4-1 endet. Wir haben es aber dennoch, denke ich, unterm Strich verdient, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben hochkonzentriert begonnen. Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt und haben, ja, ich sag mal, in der zweiten Halbzeit zu Beginn ein bisschen wieder den Faden verloren. Das ist uns in den letzten Wochen immer mal wieder passiert, dass wir nicht 90 Minuten konzentriert spielen. Da sind wir auch ein bisschen glücklich dann, dass es 1-1 bleibt. Und ja, dann machen wir es zum Schluss clever. Ist ein bisschen Raum gewesen. Und insofern Gratulation an mein Team und auch alles Gute noch für den Gegner. Bis zum nächsten Mal.